Willkommen bei WEC-News, dem Video-Channel für industrielle Saugtechnik. Mein Name ist Wolfgang Wieland. Ich habe euch heute die IS11 WAC Pro 16 Baureihe mitgebracht. Kurz zur Terminologie, WAC Pro 16 und IS11 sind fast identische Geräte. Es gibt ganz kleine technische Unterschiede. Es handelt sich jeweils um eine Baureihe, geht los bei 3,6 Kilowatt Wechselstromgeräten, über 3 Kilowatt Drehstrom bis hin zu einigen Spezialausführungen, die ich heute auch kurz vorstellen werde. Wie gesagt, es gibt die Geräte jeweils als WAC Pro 16 und als IS11 Type. Der Unterschied ist nicht so sehr in der Technik, wie gesagt, leichte technische Unterschiede, sondern liegt vielmehr in der Produktionsmethode. Die WAC Pro Geräte, ich habe euch hier ein WAC Pro 16 Gerät mitgebracht, werden in sehr großen Stückzahlen hergestellt und verfügen nur über sehr, sehr begrenzte Zusatzausrüstungen, während die IS11 Geräte, hier ein Vertreter der IS11 Baureihe, in kleineren Stückzahlen hergestellt werden und dafür aber über eine sehr große Auswahlmöglichkeit an Optionen verfügen. Ich werde immer wieder gefragt, was macht eigentlich die Qualität der WAC Pro 16 bzw. der IS11 Geräte aus? Nun, die Antwort ist eine ganz einfache. Es handelt sich um echte Industriesauger, nicht etwa um Gewerbesauger, die in dieser Preisklasse ebenfalls am Markt erhältlich sind. Industriesauger, was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Nun, das ist ganz einfach. Es handelt sich um sehr robust gebaute Geräte. Es handelt sich hier um stickwandiges Stahlblech. Hier wird sich nichts verbiegen, geht nichts kaputt, auch wenn vielleicht mal ein kleiner Unfall passiert. Der Sammelbehälter mit 50 Liter Sammelvolumen ist über eine echte Hub- und Senkvorrichtung herausnehmbar. Das werde ich euch gleich zeigen. Und wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes, leicht laufendes Fahrwerk, das es mir erlaubt, das Gerät sehr leicht zu bedienen, zu bewegen. Und natürlich haben wir auch Bremsen an den Lenkrollen, um sicherzustellen, dass das Gerät im Betrieb nicht wegrollt. Der Sammelbehälter, wie gesagt, über eine Hub- und Senkvorrichtung herausnehmbar. Das geht ganz einfach. Ich nehme den Hebel hoch und kann den Behälter, der auf eigenen Rollen steht, dann bequem herausnehmen. In den Behälter übrigens, das ist auch noch ein ganz wichtiges Feature der Geräte, kann ein Rundboden-PE-Sack, also ein Plastiksack, eingelegt werden, der dann über die Wandung gelegt wird, sodass das Saugmaterial nicht im Sammelbehälter, sondern in einem Kunststoffsack ist, der dann natürlich zusammengerafft herausgenommen werden kann. Das ist auch eine zulässige Entnahme des Saugmaterials für gesundheitsgefährliche Stoffe. Kurz zu den Geräten im Einzelnen. Zu meiner Rechten, also zu eurer Linken, der WAC Pro 16. Das ist der Einstieg in diese Baureihe. Der WAC Pro 16 und auch der IS11 in seiner Grundausführung sind mit einem 3,6 Kilowatt Wechselstrom-Saugkopf ausgerüstet. Das ist übrigens immer die Konfiguration bei allen WAC Pro und bei allen IS11 Geräten. Oben sitzt immer der Saugkopf, entweder als Wechselstrom- oder als Drehstrom-Saugkopf. Darunter kommt das Filtergehäuse, in dem sich also der Hauptfilter befindet. Den werde ich euch nachher im Detail noch etwas genauer vorstellen. Und darunter der Sammelbehälter, der immer 50 Liter hat bei den WAC Pro und IS11 Geräten. Die Hub- und Senkvorrichtung habe ich euch schon vorgestellt, das Fahrwerk auch. Wenn wir uns kurz die Rückseite anschauen, dann seht ihr hier den Sauganschluss beim WAC Pro 16 in DN50. Das ist übrigens einer der ganz kleinen Unterschiede zwischen WAC Pro 16 und IS11. Der IS11 hat an dieser Stelle einen Sauganschluss in DN60. Hier die sehr praktische Zubehörablage. Saugdüsen und Ähnliches kann hier hineingelegt werden. Das Kabel wird üblicherweise um den Schiebebügel herumgewickelt und der Saugschlauch kann ums Gerät herumgewickelt werden, sodass er auch dann auf eine recht praktische Art und Weise mitgeführt werden kann. Ein wichtiges Detail noch, wir haben hier bei allen WAC Pro Geräten die AirShock-Klappe. AirShock ist eine von Wieland Lufttechnik entwickelte pneumatische Filterabreinigung, die sehr einfach funktioniert. Die Klappe kann hier geöffnet werden während des Betriebs, was einen sehr effektiven Reinigungseffekt des Hauptfilters während des Betriebs zur Folge hat. Es handelt sich um eine echte pneumatische Filterabreinigung, die hier auf ganz einfache Art und Weise umgesetzt wurde. Auch das werde ich euch später noch im Detail dann zeigen, wenn ich euch die Saugleistung des Gerätes demonstrieren will. Vielleicht kommt ihr mal etwas näher, dann könnt ihr einen Blick von oben in das Gerät hineinwerfen.
Ich nehme hierzu mal den Saugkopf ab und stelle ihn hier neben das Gerät auf den Boden. Ihr könnt jetzt hier den Hauptfilter auf der Reinluftseite sehen. Die saubere Luft kommt also hier zwischen den Filtertaschen heraus. Ihr seht hier die Filtertaschendistanzhalter. Die sind wirklich sehr stabile, steife Filtertaschendistanzhalter, was zur Folge hat, dass die Filtertaschen gestrafft sind. Erst dann funktioniert eine Filterabreinigung wirklich gut. Es gibt zahlreiche andere Produkte auf dem Markt, die haben hier keine oder nur ganz labile Schaumstoffmatten eingesetzt, was natürlich zur Folge hat, dass die Filterabreinigung nicht besonders effektiv sein wird. Vielleicht noch ein Blick von unten in das Gerät. Ich nehme mal den Sammelbehälter heraus und kippe das Gerät. Das ist natürlich bei einem stabilen Gerät überhaupt kein Problem. Und jetzt könnt ihr hier unten die Filtertaschen noch einmal sehen, wie sie wirklich optimal gespannt sind. Natürlich liegen sie jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich das Gerät gekippt habe, alle aufeinander. Im Betrieb ist hier zwischen den Filtertaschen immer etwas Platz, sodass die Saugluft und der Feinstaub hier wirklich ganz gleichmäßig und langsam den Filter von unten anströmen kann. Hier sehen wir nun den IS-11 SV. SV steht hier für Seitenkanalverdichter. Es handelt sich also um ein Drehstromgerät, 3 Kilowatt Seitenkanalpumpe. Und die 3 Kilowatt Seitenkanalpumpe hat sogar etwas mehr Saugkraft als der Wechselstromkopf mit 3,6 Kilowatt. Und je nach Saugaufgabe kann man sagen, dass hier sogar noch etwas mehr Saugleistung zur Verfügung steht. Der IS-11, ich hatte das vorhin erwähnt, oder die IS-11-Baureihe, vielleicht sollte ich das lieber so sagen, kann mit einer großen Anzahl an Zusatzausrüstungen bestellt werden. Eine davon ist jetzt hier montiert. Ihr seht diesen Schlauch hier unten an der Seite. Und ich will euch mal zeigen, was es damit auf sich hat. Der Sammelbehälter, wenn ich ihn herausnehme und mal zu euch kippe, ihr könnt hier den Siebeinsatz sehen. Das, was ihr da unten, das Blech, das ihr erkennen könnt, ist also ein Siebeinsatz, das Späne zurückhalten soll. Das ist also eine Ausrüstung, die speziell für Späne und Kühlschmierstoffe konzipiert wurde. Späne bleiben im Sammelbehälter, der Kühlschmierstoff, das Öl, läuft über das Siebblech heraus und kann über diesen Schlauch dann abgelassen werden. Wie gesagt, eine der zahlreichen Zusatzausrüstungen, die für den ISL verfügbar sind, nicht aber für den WAC Pro 16. Und zu guter Letzt noch der WAC Pro 16 Multipack, dieses turmartige Gerät. Ihr könnt vielleicht erkennen, dass von hier bis hier es sich genau um das gleiche Gerät handelt wie bei der Grundausrüstung, wie beim WAC Pro 16. Darunter haben wir einen konischen Sammelbehälter und darunter diesen zusammengerafften Sack. Was es damit auf sich hat, sollte man etwas ausführlicher erklären. Es gibt hierzu ein separates Video, das ihr euch am besten anschaut und dann erkennt ihr, was es mit den Multipack-Geräten auf sich hat. So, jetzt wollt ihr natürlich das Gerät in Aktion sehen. Hierzu habe ich euch zunächst mal etwas Saugzubehör mitgebracht, zu dem ich auch zwei, drei Worte verlieren will. Zunächst mal, es gibt eine ganze Reihe an unterschiedlichen Schläuchen. Jede Anwendung sollte den passenden Schlauch haben. Der Standardschlauch, weil er sehr leicht und sehr flexibel ist, ist dieser Polyethylenschlauch, den wir eigentlich für alle Anwendungen empfehlen. Schon deutlich robuster, was die Standzeit bei schleichenden Materialien anbelangt, ist der Polyurethanschlauch, der jetzt hier unter mir liegt. Aber ihr könnt schon sehen, bei weitem nicht so flexibel. Noch etwas besser ist der Gummischlauch. Der ist dann nochmal eine Stufe schwerer. Und für meistens heiße Anwendungen, also wenn heiße Luft oder heiße Saugmaterialien gesaugt werden sollen, kommt der Metallschlauch hier in Frage. Ganz wichtig ist natürlich noch das richtige Saugzubehör. Man braucht wirklich für alle Anwendungen die richtige Saugdüse. Manchmal kann direkt mit dem Saugrohr gearbeitet werden, das werde ich euch nachher noch zeigen. Aber man sollte dann doch die richtige Düse für die jeweilige Anwendung haben. Ihr seht hier nur eine ganz kleine Auswahl der zur Verfügung stehenden Düsen. Wir haben hier zwei verschiedene Bodensaugdüsen, eine sehr hochwertige und eine etwas einfachere. Und dann haben wir unterschiedliche Bürsten und Kratzerdüsen, Düsen mit Gummilippen, natürlich auch Flachdüsen, die ich euch auch gleich noch zeigen werde in den unterschiedlichen Ausführungen. Ganz wichtig ist, und das ist, denke ich, ein großer Unterschied zwischen einem Industriesauger und einem Gewerbesauger, die Saugschläuche, übrigens beidseitig das gleiche Sauganschlussstück, das ist auch ein sehr praktisches Feature
des Systems. Die Sauganschlussstücke müssen unbedingt drehbar sein, denn nur das verhindert, dass sich der Schlauch auf eine unangenehme Art und Weise zusammenrollt. Ich will euch das mal demonstrieren. Wir werden jetzt den Schlauch mal hier künstlich etwas verdrehen. Ja, so. Und ihr kennt diese Situation, das ist wirklich nervig. Jetzt muss der Schlauch wieder entdreht werden. Wenn ich den Schlauch jetzt strecke, ich denke, ihr könnt das vielleicht sehen, wenn ich hier rüber gehe und ziehe am Schlauch, werdet ihr gleich sehen, was passiert. Zack, der Schlauch hat sich wieder enttwistet und ich kann entspannt weiterarbeiten. Bei den drehbaren Schlauchanschlussstücken wird dieses Vertwisten, dieses Verdrehen des Schlauches erst gar nicht passieren, sondern der Schlauch bleibt kontinuierlich, egal wie ich mich bewege, in der gestreckten Form. Lass uns noch einen Blick in den Sammelbehälter des Geräts werfen. Ihr könnt sehen, der Behälter ist ja nicht ganz ein Drittel, vielleicht ein Viertel gefüllt. Das dürften also ca. 15 Liter Saugmaterial gewesen sein, was wir hier in kürzester Zeit weggesaugt haben. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video war interessant für euch und ich freue mich drauf, euch beim nächsten WEC News Video wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.